Sehr geehrter Herr Alterspräsident Dr. Schäuble, also Herr Brandner, also gleich in der ersten Sitzung die braune Widerlichkeitsskala in solche Höhen zu treiben, das ist immerhin respektvoll. Und ausgerechnet Sie, Willy Brandt, zu zitieren, der gegen die Nazis gekämpft hat, der niedergekniet ist vor den Opfern des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Ausgerechnet Sie, die in der Tradition der Nazis stehen, das hier anzubringen, ist abartig, um das in aller Klarheit zu sagen. Abartig und ekelhaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen von der AfD, wenn ich mir die politische Lage angucke, dann finde ich besonders wichtig zurzeit, wie entwickelt sich Corona. Ich finde es wichtig, darüber zu diskutieren, wie wir Kinderarmut bekämpfen können. Und ich mache mir große Sorgen, dass sich hier eine Koalition anbahnt, in der die soziale Frage, das soziale hinterherunterfallen wird, weil die stabile marktradikale FDP dafür schon sorgen wird. Das ist etwas, was mich und viele Menschen bewegt. Was ist der AfD wichtig? Der AfD ist wichtig die Verunglimpfung von geschlechtergerechter Sprache. Das einzig Sinnvolle an Ihrem Antrag ist, da kann man auch sehen, wie parlamentarisch verblödet Sie eigentlich sind, will ich Ihnen mal was sagen. Man kann an diesem Antrag, das ist das einzig Gute, drehe mich dran, erkennen, hören Sie mal zu, wir können an Ihrem Antrag sehr gut erkennen, dass Sie offenbar in 4 Jahren Bundestag nicht einmal einen Gesetzestext gelesen haben. Da gibt es kein Binnen-I, keine Doppelpunkt und keine Gendersternchen. Das ist so absurd, was Sie hier beantragen, weil es das gar nicht gibt in den Gesetzestexten. Also völlig für den Papierkorb, was Sie hier vorgelegt haben. Ich finde, und meine Fraktion wird die Vorlage der sozialdemokratischen Fraktion unterstützen, denn ich halte auch diese Geschäftsordnung für eine gute Grundlage, auf der wir hier miteinander streiten und diskutieren können. Es findet unsere Zustimmung. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Geschäftsordnung so bleibt, wie sie jetzt ist, sondern die muss generell überholt werden. Und dazu will ich auch einige Vorschläge machen. Die sind jetzt gar nicht alle explizit von mir. Ich habe mir noch mal die Reden zum Beginn der letzten Wahlperiode von dem Kollegen Buschmann und der Kollegin Hasselmann und vom Kollegen Schneider durchgelesen. Da sind ja sehr, sehr gute Vorschläge gewesen. Und Carsten, das scheiterte ja immer, die guten Vorschläge ja an der CDU-CSU. Das können wir jetzt ja ändern und deswegen werden wir natürlich all auch eure Vorschläge hier einbringen. Und dann ist ja eine Mehrheit kein Problem, worüber ich mich sehr freue. Ich halte es für zentral, dass wir endlich dazu kommen, öffentliche Anhörungen in den Ausschüssen zu machen. Ich finde, wir müssen das politische Fragerecht, das parlamentarische Fragerecht dringend stärken und ausbauen. Ich finde, wir müssen darüber diskutieren, wie wir den Einfluss von Großverdienern durch Parteispenden, Einfluss hier auf den Laden zu nehmen, endlich begrenzen können. Das ist eine zentrale Frage für die Glaubwürdigkeit der Politik. Ich glaube darüber hinaus, das ist jetzt bitter für die FDP, dass wir endlich Großspenden von Unternehmen verbieten müssen. Denn Politik darf nicht käuflich sein, da müssen sie anders an Geld rankommen. So geht es auf jeden Fall nicht. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, über den wir hier mal wirklich nachdenken müssen. Wenn Sie sich mal die Wahlbeteiligung angucken, kann man daran erkennen, das ist eine soziale Frage. Wenn ich mir den Wahlkreis Starnberg angucke, haben wir eine Wahlbeteiligung von 80%. Bei mir in Sachsen-Anhalt im Wahlkreis Anhalt sind es gerade mal 65%. Das heißt also, diejenigen, die das höchste Pro-Kopf-Einkommen haben, nehmen überproportional ihre demokratischen Rechte wahr. Und damit haben wir ein Ungleichgewicht in der parlamentarischen Demokratie. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir auch diese Leute, die sich zum Teil 35%, die nicht mehr an Wahlen teilnehmen, die sich abgemeldet haben, wie wir hier die Parlamente und das Parlamentsgeschehen so attraktiv machen können, dass sie sich angesprochen fühlen. Last but not least glaube ich, dass wir jetzt ja auch bei der Kontrolle und der Begrenzung des Lobbyismus wirklich weiterkommen können, liebe Freunde von der SPD, denn die Halbtagslobbyisten der CDU-CSU sitzen ja, das ist das einzige Erfreuliche für meine Partei, kann man so sagen, dass sie jetzt in der Opposition sitzen. Das ist jetzt ja kein Hinderungsgrund mehr und deswegen glaube ich, dass wir hier zumindest die Vorschläge der FDP, der Grünen, der SPD und die Linke ist immer für große Reformen zu haben, dass wir dann ja hier alle Vorschläge, die ich hier in der nächsten Woche einbringen werde, die zum Teil wortgleich von den Grünen und der FDP kommen, denke ich, dass wir dann ja auch eine übergroße Mehrheit hier haben. Und darüber freuen wir uns. Alles Gute für die weitere Debatte.